Darf ich begrüßen zur Pressekonferenz? Didi, nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit noch ein 1-1 erkämpft. Kannst du uns sagen, geht es im Dejan Lubicic und wie hast du das Spiel erlebt? Im Dejan Lubicic ist es so, dass der Knöchel definitiv gebrochen ist, dass er eine Bänderverletzung sein sollte, aber ich weiß jetzt nicht, was ihr Band da möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen ist. Ist für uns ein herber Verlust, weil er ein enorm wichtiger Spieler ist und muss ich dazu sagen, dass der Jurusic in dem Fall wirklich nicht was dafür kann, weil er dann durchrutscht, aber wenn man das Fall gesehen hat, das war der andere Regierettern möglicherweise sogar rot geben können, aber ich unterstehe ihm dann null Absicht. Und zum Spiel selbst war es so, dass wir eigentlich heute unglaublich gut begonnen haben. Hat Salzburg überhaupt keinen Zugriff auf uns gehabt. Hat ein bisschen den Faden verloren und dann mit dem Tor, glaube ich, war es dann so, dass Salzburg dann das Spiel übernommen hat bis zur Pause. Auch kurz nach der Pause war es dann so, dass sie dann durchaus die Möglichkeit gehabt haben, aufs 2 zu 0, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann spätestens mit der Einwechslung vom Erci und vom Jussi war es so, dass wir eigentlich das Spiel übernommen haben und nicht unverdient an den Ausgleich geschossen haben. Und da muss der Mannschaft ein unglaubliches Kompliment aussprechen, weil sie in Anbetracht dessen, dass wir 2 Tage weniger Regenerationszeit gehabt haben und eigentlich jetzt in dieser Phase, das letzte Spiel vor glaube ich, 6 Spielen innerhalb kürzester Zeit und wir auch wirklich frischer gewirkt haben, spricht von einer unglaublichen, was ich das öfter schon gesagt habe, von unglaublichem Charakter und Mentalität dieser Mannschaft, weil es war wieder Rückstand und trotzdem wollten wir noch den Ausgang erzielen und macht mir riesige Freude. Didi hat es schon gesagt, Mentalität bewiesen, in der Liga auch ungeschlagen. Wie hast du das Spiel empfunden, Paul? Ja, ich glaube, der Trainer hat schon sehr viel oder eigentlich alles gesagt. Wir haben von Anfang an geschaut, dass wir gute Linien überspielen. Das haben wir in den ersten 20 Minuten eigentlich sehr gut gemacht oder bis zum Tor eigentlich sogar sehr gut gemacht. Dann ist uns das ein bisschen weniger gut gelungen. Aber insgesamt glaube ich trotzdem, dass wir vor allem kämpferisch eine sehr gute Leistung geboten haben, dass wir Salzburg nie so richtig die Überhand gewinnen haben lassen und dass wir einfach immer dagegen gehalten haben. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ein hochverdientes 1:1 gewesen. Danke. Ich darf um eure Fragen bitten. Christian, Moment, wir haben ein Mikrofon. Du hast es eh gesagt, diese Leidenschaft, dieses Moral, ist es dieses Charakter, auch wie die Mannschaft ganz einfach schwächere Leistungen verkraftet. Vor 2-3 Tagen sind wir da gesessen und du hast eigentlich diese Leistung bekrittelt. Also ist es wirklich ein Charakter, vom Charakter ist die Mannschaft. Ich habe vor drei Tagen gesagt, dass Fußball so ist, wie es ist. Wir haben dieses Ziel erreicht, dass wir einen Gegner, der möglicherweise schlecht ist wie wir, geschlagen haben. Und trotzdem ist so, wenn man unsere angespannte Personalsituation sieht, also wir haben heute noch 18 Leute aufs Plakett gebracht, dann verletzt er deren. Leon Schuster kommt rein, macht das wirklich fantastisch und haben viele Spieler, gestern bricht sich der Stoike die Hand, muss man sagen, Ritzi krank und da muss ich schon sagen, das ist eine große Leistung der Mannschaft und ich muss auch, weil der Ball jetzt neben mir sitzt, muss ich auch mal sagen, ich habe das nicht in Ordnung gefunden, dass man Pauli Gartler permanent kritisiert hat ohne Grund. Er hat für mich, seit er im Tor steht, hat er keinen Fehler gemacht. Und das sage ich ausdrücklich, ist keinen Fehler. Und einmal sage ich es noch, keinen Fehler. Und ich finde es respektlos, wenn man einen Torhüter, eigentlich, wenn man da irgendwo eine Unruhe in den Club reinbringen will, wir sind zum Glück so, dass wir in Wahrheit zueinander stehen, dass wir in Wahrheit uns unterstützen, dass wir an uns glauben. Aber ich finde es respektlos gegen Paul Gartler gegenüber, dass man ihm nach einem Spiel dermaßen kritisiert, er meinen Nasenbahnbruch im Prinzip so sagt, dass er das getan hat, muss ich echt sagen, finde ich nicht in Ordnung. Und er hat heute die richtige Antwort gegeben, gefreut mich für ihn ungemein, weil er mental sehr stark ist, weil er ein guter Mensch ist, weil er hochintelligent ist und weil er ein guter Profi ist. Und er wird noch seine Fehler machen, aber seit dem Tor steht, hat er auch keinen gemacht. Danke. Weitere Fragen? Eine Frage an den Trainer. Die Einwechselspieler haben zweifelsfrei enorm Schwung gebracht bei Rapid.
Die Salzburger haben in dieser Saison mit dem heutigen Gegentor schon 10 in der Schlussphase bekommen. War das im Vorfeld schon ein Thema innerhalb der Mannschaft und war das eine bewusste Überlegung, die Spieler dann recht spät zu bringen, weil die Salzburger da anfällig sind? Nein, es ist so, also du weißt, du, dort gegen Salzburg hinter die Abwehrketten zu kommen, ist grundsätzlich eine gute Geschichte. Und ich glaube, dass wir da anfangs eine schnellere Mannschaft am Platz gehabt haben. Aber ich glaube, dass der Erci die letzten Wochen wirklich gute Leistungen erbracht hat und trotzdem nicht mehr diese Präsenz ausgeschaut hat. Und es war dann, Jussi war krank. Und ich glaube, dass es dann wirklich für uns, die waren Energizer, haben wirklich dann eigentlich der Mannschaft wieder Energie zurückgegeben, beziehungsweise haben dann gezeigt, dass sie in Zweikämpfen bestehen können und das hat der Mannschaft sehr viel Kraft gegeben und dann sind wir eigentlich wirklich in den Flow gekommen und gefreut mich auch für die Mannschaft, weil sie wirklich, was uns ja auch immer wieder nachgesagt worden ist, dass wir eigentlich nicht in einem körperlich guten Zustand sind. Ich glaube, haben das auch heute bewiesen, dass die Jungs in einem Top-Zuchtzustand sind. Also da muss ich in Alex Steinbechler ein riesiges Kompliment aussprechen und wie gesagt, da waren die Einwechslungen dann nicht dann genau das Richtige, aber als Trainer das zu sagen, ist dann immer so eine Lobhudelei und das ist im Training passiert und deshalb sind wir mit dem sehr zufrieden. Alex Huber. Eine Frage an den Paul Gartl, es war halt eine großartige Leistung, also wirklich Respekt. Der Trainer hat jetzt betont, es war kein Fehler. Vielleicht kann man es darauf einigen, es war das 0-1 gegen Dandrak auf jeden Fall sehr unglücklich, weil du ausgerutscht bist. Diesmal warst du sofort da, hast, glaube ich, nach 30 Metern vor dem Tor mit dem Kopf gerettet. Kannst du das irgendwie erklären, wie das als Tormann funktioniert? Du wirst dir auch Gedanken machen. Hast du dann vielleicht beim Aufwärmen schon gespürt, dass das heute sozusagen ganz anders rennen wird, dass du mehr Bälle kriegst und dass du dann vielleicht auch anders präsentieren kannst? Wie kann du das vielleicht das Leben eines Torhüters erklären? Naja, als erstes würde ich gerne mal Danke an den Trainer sagen, dass er so ein Statement für mich da gibt, weil das ist nicht selbstverständlich. Freut mich natürlich sehr. Ich möchte noch kurz was auch dazu sagen. Ich hätte eigentlich gar nicht mitgekriegt, wenn nicht Freunde mir das ein bisschen so gesagt hätten, dass das so war nach dem Spiel. Hat vielleicht deppert ausgeschaut, natürlich das erste Tor, aber wenn man da ausrutscht, kann man wenig machen. Im Endeffekt habe ich versucht, mal so wenig Gedanken wie möglich zu machen. Das Gute an den europäischen Wochen ist so, dass das nächste Spiel jetzt schon wieder 2 Tage danach eigentlich war. Dass heute wahrscheinlich ein bisschen mehr auf mich zukommen wird gegen Salzburg, habe ich von vornherein gewusst. Aber der Jürgen Macho macht da einen super Job mit uns im Tormann-Team, bereitet uns perfekt vor. Und alles, was heute gefährlich war, haben wir als Defensivverbund sehr gut geklärt, sehr gut gemacht und ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Mannschaftsleistung gut ist und dass wir das heute so rübergebracht haben und jetzt eine recht schöne Länderspielpause auch haben. Und nur eine Frage an den Trainer wegen den Verletzten. Wenn ich das richtig akustisch verstanden habe, beim Dejan Ljubicic befürchtest du eine Bänderverletzung oder einen Bänderriss und vielleicht kannst du das beim Stojkovic genauer sagen, Hand ist ja auch nicht gleich Hand. Was ist da zu befürchten und um welche Pause geht es da wahrscheinlich? Beim Stoik ist es so, dass die heute wäre es nicht, hätte es nicht funktioniert, dass er spielen kann, aber er kriegt, glaube ich, spätestens am Mittwoch oder Donnerstag kriegt er einen Spurtgips, das heißt, er ist dann wieder ohne Probleme einsatzfähig. Beim dem müssen wir jetzt schauen, also ich denke mal, dass es so, das ist die erste Diagnose, was ich gehört habe, aber es ist einfach, er hat etwas mit den Bändern, aber es ist morgen wieder, ich mehr gemacht habe, weiß er mehr, aber zumindest der Knöchel ist nicht gebrochen und hofft, dass er schnellstmöglich wieder bei uns dabei ist, weil wir ihn einfach benötigen. Christian? Kann man in diesen schwierigen Zeiten der mentalen und körperlichen Überbeanspruchung, kann man das sagen als Trainer, machen wir jetzt 4-5 Tage einmal frei? Ist das Überlegung oder geht das ganz einfach nicht? Weil man daheim eingesperrt ist, macht das vielleicht keinen Sinn und Training ist sogar Abwechslung im Lockdown? Natürlich ist es jetzt so, du hast, wie es früher war, wie du nicht diese Spiele in der Häufigkeit gehabt hast, hast du sicher anders trainieren können. Jetzt ist es einfach so, dass du nicht mehr glaubst, du musst körperlich nur einen Schub machen, weil du einfach dermaßen beansprucht bist, dass du schon Regenerationsphasen brauchst. Und deshalb hat sich das leider durch Corona verhindert oder für die Spieler Gott sei Dank, aber sie brauchen die Ruhepausen, weil die Belastung ist jetzt sehr, sehr hoch, wenn ich allein denke, also in England ist jetzt gesagt worden, dass 40% mehr Muskelverletzungen sind, das kommt auch nicht von ungefähr. Und da muss ich sagen, sind wir eigentlich wunderbar durchgekommen, weil Handverletzungen haben mit dem Fuß nichts zu tun und sind eigentlich
untypische Verletzungen für uns. Und ich hoffe, dass das noch weiterhin so geht, dass wir gesund bleiben und dass eben keine Verletzungen, die was länger dauern, die was natürlich dann in dieser Kadersituation für uns sehr schlecht werden. Ja, ich glaube, meine Spieler machen das eigentlich seit Beginn dieser Problematik, machen sie es wirklich sehr, sehr gut. Und das bedeutet nicht, dass dann nicht den einen oder anderen nur erwischt, muss man dazu sagen. Und natürlich glaube ich, dass der Alltag hilft da schon. Ja, diese Abläufe helfen da schon. Trotzdem ist so, man muss schon was tun. Aber nicht so, wie wir es vorher gemacht haben, sondern ein bisschen in einem anderen Stil, der was den Spielern gefällt und den Trainer nicht auch. Und die Frau hat mir jetzt eh in Wahrheit sehr wenig gesehen, die Kinder, ich meine, der Pauli hat noch keine. Das ist dann auch immer wieder gut, weil dann hast du die Frau umso lieber. Weitere Fragen? Wenn nicht, dann bedanke ich mich. Aber wenn du willst, mache ich 4 Tage. Ja. Ja. Wenn man getestet ist und wenn alles klappt, natürlich ist für einen Spieler immer schön, dass man sich sieht, dass man trainieren kann und dadurch jetzt wissen, dass man nicht diese Intensität hat, wie wenn andere Zeiten wären, ist was anderes, ja. Eine noch? Wartest du noch kurz aufs Mikro? Man kann eh nichts dagegen tun, aber wenn man hört, das WRC-Spiel, weil die haben insgesamt 13 Fälle dann schon, ist verschoben werden. Vielleicht auch an Paul, spielt das irgendwie mit in den Gedanken, dass das irgendwie dieser Ritt auf diesem Vulkan, dieses Ungewisse, das kann ja wirklich jeden erwischen. Ne? Naja, solange wir alle negativ sind, ist es eigentlich egal, wie es bei den anderen Mannschaften läuft. Wir haben das bis jetzt sehr gut geschafft, dass wir das draußen halten und auch, wie wir es, glaube ich, 2 oder 3 Mal gehabt haben, war immer nur ein einzelner Spieler und es ist nie so gewesen, dass dann auf einmal die ganze Mannschaft das hat. Und deswegen glaube ich, dass wir das sehr, sehr gut machen. Der Trainer hat schon angesprochen. Es ist für jeden Menschen schwierig in so einer Situation, dass man da immer nur zu Hause ist. Aber wir machen das sehr gut und durch die europäischen Wochen ist eh eigentlich nicht viel anderes da, als dass wir uns auf die Spiele fokussieren. Und das ist eine sehr gute Abwechslung und das freut uns natürlich. Vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder. Okay.